Wir müssen komplett von oben bis unten fit sein. Speziell natürlich die Beine. Das ist das Wichtigste bei uns eigentlich, dass wir sehr starke und schnelle Beine haben und das dann übertragen über den stabilen Mittelkörper auf den Schlitten. Mein Name ist Martin Grothkopp. Ich bin 33 Jahre alt, Anschieber im Bobteam Friedrich und amtierender Olympiasieger im Viererbob sowie dreifacher Weltmeister. Der eigentliche Sport, den wir betreiben, der geht ungefähr eine Minute, das ungefähr 250 Mal im Jahr für mich. Ich bin der Pilot, ich fahre am meisten, ich fahre jede Fahrt. Mein Name ist Francesco Friedrich, ich bin 30 Jahre alt, bin Bobpilot und bin amtierender Doppelweltmeister und Doppel-Olympiasieger. Vor 3 Jahren ist Flexfit in unser Sportlerleben gekommen und ja, die Bänder haben einfach eine unglaubliche Qualität. Die Bänder sind dick, die Bänder gibt es in verschiedenen Stärken und auch durch die Dicke umschließen die den Muskel so, dass es aber nicht wehtut, dass es nicht einschneidet, dass es angenehm ist, aber man trotzdem den gewissen Druck, den man braucht, verspürt. Und ja, es erleichtert in vielerlei Hinsicht das Sportlerleben schon sehr. Wir machen Oberkörperkraft. Aber auch schnell sein müssen wir, also machen wir Sprunggeschichten und Sprints, auch mit Zugwiderstand, eben weil wir eben eine große Last bewegen müssen auch. Wir haben alle möglichen Varianten mittlerweile, von den ganz kleinen Minibands bis zu den sehr großen, mit sehr viel Widerstand im Portfolio und nutzen die im regelmäßigen Training. Unser nächstes Event ist in diesem Winter, im Februar 2021, die WM in Lake Placid und direkt im Anschluss kommen natürlich dann ja, die Weltcups in Peking. Perspektivisch ist es eine Übergangssaison, weil es ist die vorolympische Saison und das allergrößte Ziel ist eben, unsere beiden Titel als Olympiasieger im Zweier- und Viererbob zu verteidigen.